Das sind Bilder vom Kinderbezirkscup im März in Flachau. Da wird vermutlich der oder die eine oder andere später vielleicht sogar im FIS-Weltcup starten. Dafür braucht es nicht nur sportliches Talent und Ausdauer, sondern auch finanzielle Unterstützung. Dafür sorgt Mike Elmer, Obmann vom Verein Skiracing Pongau. Zusammen mit Heinz Pfuner von Hotel Alpenland in St. Johann gründet er eine Initiative mit dem Ziel, Kopfsponsoren für heimische Nachwuchssportlerinnen und Sportler im Alpinski zu finden. Und er wurde fündig. Im Hotel Alpenland präsentiert er sie zusammen mit den Aktiven. Man muss da ganz ehrlich sagen, man ist eigentlich im Mittelpunkt des Skisports. Wenn man mal schaut, welche Athleten aus dem Pongau kommen im Alpinsport, im nordischen Bereich, das ist wirklich einzigartig fast schon in ganz Europa. Und dann ist es eigentlich relativ leicht, Firmen zu begeistern, einen Nachwuchs zu unterstützen. Das taugt mir total, dass da eigentlich die Pongauer Wirtschaft so dahinter steht und unseren Nachwuchs dahingehend unterstützen will. Und wenn man da was schaffen kann, wo man die Kinder beschäftigen kann und ihnen auch die Schönheit vom Skisport wieder näher bringt, umso besser. So wird Lisa Marie Rettenwender von Ventidue unterstützt, Niklas Kurz und Sophie Fischer vom Hotel Alpenland, Jakob Passrucker und Florian Neumeier von Skiracing Pongau, Elias Elmer von Strobel Gerüstbau, Mimi Herzgsell, Julia Pechacker und Barbara Oberauer von Elmer Immobilien, Leon Hafner von den Bergbahnen Werfenweng, Paul Wagner vom Modehaus Adelsberger, Anna Gfährer von der Pongauer Immobilientreuhand und Lukas Schilchecker von der Werbeagentur GAS. Nach der Präsentation wird noch mit Philipp Schirkhofer, ÖSV-Kaderläufer Christoph Meißel und Jürgen Kriechbaum über den Skisport diskutiert. Man kommt einstimmig zu dem Schluss, diese Aktion ist äußerst positiv zu bewerten. Das ist eigentlich voll super von Mike, dass er sich da für uns auch nicht Kaderläufer da so einsetzt und dass wir da so einen Zuschuss ein bisschen kriegen, weil ich meine, es ist alles nicht günstig. Und das finde ich dann schon gut, dass wir da sowas jetzt gekriegt haben, eigentlich. Der Mike ist einfach so cool, von Mike kannst du alles haben, der Mike tut da alles, also er ist einfach super. Mhm. Wir haben eine gute Beziehung mit ihm, ich kann alles haben von ihm, ich kann ihm schreiben, wenn mir was weh tut, wenn ich was brauche, er ist immer da für uns. Was der Mike da auf die Beine gestellt hat, und es ist halt extrem wichtig, dass halt für die Jugend das Angebot da ist, dass man immer Trainingsmöglichkeiten hat und natürlich jetzt auch im Sommer Conditraining hat. Er organisiert auch sehr viel rundherum, also auch Trainings und so weiter oder so einen Trainer, einmal einen Technikkurs oder so. Und das ist für uns voll wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, für uns ist das natürlich eine sehr große Hilfe, besonders jetzt im ersten FIS-Jahr, wo wir viel unterwegs sind, viel Reisekosten, Hotelkosten zahlen müssen. Da hilft uns der Mike schon extrem mit den ganzen Sponsoren und so, und für das sind wir schon sehr dankbar. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, nicht? Dass da gute Trainer arbeiten und dass da eine Begeisterung, ein Spaß bei den Kindern ist, dass gern Rennen gefahren wird, auch bei den Eltern eine Gemeinschaft entsteht. Und das spielt eben regional eine sehr, sehr große Rolle. Und ich denke, also wenn das glückt, auch zum Teil mit unserer Unterstützung, dann ist das sehr, sehr positiv für die Zukunft. Das ist schon sensationell und auch eine super Erleichterung, Erleichterung für die Athleten und auch für die Eltern vor allem, weil oft scheitert es leider nur am Geld. Das kostet was, das kostet was, das kostet was. Und dann ist man schon froh, weil man doch von irgendwen eine Unterstützung kriegt. Nicht? Und da ist natürlich der Mike super Sache, dass der uns da speziell auch die Mimi so unterstützt. Für Tourismusbetriebe gibt es noch einen schönen Nebeneffekt. Für uns als Tourismusbetrieb ganz wichtig, da ja sehr viele von denen aus so Schwerpunktschulen kommen, wir zum Beispiel der Tourismusschule in Bad Hofgastein, was für uns natürlich auch wieder einen Nachwuchs bedeutet im Tourismusbereich. Nicht? Genauso wie im Skisport, so auch für uns ist der Nachwuchs das A und O in Zukunft. So wünschen wir den Mädchen und Burschen viel Erfolg und Freude mit ihren neuen Sponsoren.